Zum 16. Mal fand das internationale CTI-Symposium im Dezember 2017 statt und Automobilexperten aus der ganzen Welt folgten der Einladung nach Berlin. Ich freue mich auf die nächsten zwei Tage mit Ihnen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Kommen und wünsche Ihnen viele nützliche und konstruktive Gespräche. Insgesamt erfolgreiche Tage in Berlin und erkläre hiermit das 16. internationale CTI-Symposium gemeinsam mit Frau Senzinger als eröffnet. Mit mehr als 100 Top-Referenten, mehr als 120 Ausstellern und über 1300 Teilnehmern ist das CTI-Symposium die größte Veranstaltung dieser Art weltweit. Die Automobilindustrie mit ihren Fahrzeugherstellern und Zulieferern befindet sich inmitten eines dramatischen Umwandlungsprozesses von der traditionellen hin zu einer elektrifizierten und automatisierten Mobilität. Nahezu jeder der Vorträge und Diskussionsbeiträge drehte sich in diesem Jahr um die Elektrifizierung. Naja, sicherlich sehen wir alle diesen wesentlichen Trend der Mobilitätsänderung, aber gleichzeitig parallel dazu die Energieänderung. Und was passiert auf der Energieseite? Und ich glaube, wichtig ist einfach dieses Zusammenspiel zu haben. Und die ganze Branche ist natürlich die Triebstränge und vor allen Dingen Antriebe, Getriebe hängen natürlich im Wesentlichen davon ab, wie entwickelt sich das Gesamtbild. Und von daher sehe ich, dass hier langsam der Schwenk reinkommt, zu versuchen, das Gesamtsystem besser zu verstehen. Wir erleben wirklich deutliche Veränderungen durch die Diskussion Elektrifizierung der Antriebe, autonomes Fahren, vernetztes Fahren, und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und was da deutlich wird, ist, die Funktionalität spielt eine Schlüsselrolle. Das heißt, wir müssen aus Funktionen für den Anwender in das Produkt denken. Wir werden deutlich mehr in Szenarien denken müssen. Wir werden deutlich mehr in Portfolien denken müssen, auch als Zulieferer. Derjenige, der das am besten hinkriegt, der das also ganzheitlich am besten darstellt, das wird der Erfolgreiche in der Zukunft sein. Wir sind ja selbst nicht von dem Wandel unverschont geblieben. Wir haben uns schon dreimal neu erfinden müssen in 19 Jahren Google. Und diese Erfahrungen versuchen wir auch großen Unternehmen weiterzugeben. Ich bin mir sicher, dass wir im öffentlichen Nahverkehr und im urbanen Zustellerverkehr schon bald viele Nutzfahrzeuge mit elektrischem Antrieb sehen werden. Die Anforderungsprofile passen schon heute recht gut zu den technischen Möglichkeiten in puncto Reichweite und Leistung. Limited area you work within, then electrification works as a better solution in those areas. Wenn man dann weiter in die Zukunft guckt, wird man da noch einiges an spannenden Projekten gemeinsam auch sehen können. Und am Ende ist es wirklich so, dass die Welten sich aufeinander zubewegt haben, und ich glaube, das ist sehr gut. Im Silicon Valley sehen wir sehr viele Ansätze, manche, die sich eben nur noch mit dem Geschäftsmodell hinter der Mobilität beschäftigen, aber auch durchaus einige, ich denke, recht ernstzunehmende Ansätze, das Automobil an sich weiterzuentwickeln. Es wird nicht einfach so weitergehen wie bisher, dass man sagt, man baut ein Auto, verkauft das und sieht den Kunden hoffentlich in 4 Jahren wieder. Da muss man schon noch gut dabei sein, dass man da nachhaltig am Ball bleibt. In der Transmission Expo präsentierten mehr als 120 Unternehmen ihre Innovationen. Und unter ihnen auch die Firma Teamtechnik, führender Anbieter von Prüfständen für E-Antriebe und Getriebe. Wir haben uns entschieden, heute hier zu sein, weil dieses Symposium für uns eigentlich die wichtigste Veranstaltung im Jahr darstellt. Zum einen, um die wichtigsten Kunden zu treffen und die neuesten technologischen Trends und Entwicklungen zu erfahren. Der Veranstaltungs-Highlights ist der Young Drive Experts Award, bei dem das fachkundige Publikum die vielversprechendsten Nachwuchsingenieure ehrt und aus ihrer Mitte einen Sieger kürt.
Der diesjährige Gewinner überzeugte durch fachliche Kompetenz und eine beeindruckende Präsentation. Das Thema meiner Präsentation ist Optimierung eines berührungslosen Übertragers mit Elektrobrechkernen. Also es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man ist nicht nervös. Aber es ist schon schön, da mal stehen zu können. Das war jetzt meine erste Erfahrung, so vor so vielen Leuten zu stehen, vor allem auch vor so vielen Experten. In den parallelen Vortragsreihen präsentierten über 100 prominente Vortragsredner ihre Technologien, Innovationen und Zukunftsszenarien für die Mobilität von morgen. Für die Teilnehmer bot sich somit eine nie dagewesene Fülle an Fachinformationen unter einem Dach. Wir freuen uns immer, wenn die Teilnehmer sich freuen und die sind zufrieden jetzt nach Hause gegangen und wir sind zufrieden hier geblieben. Insofern macht das eben das positive Feedback ja auch eine große Freude bei uns. Die Innovationsgeschwindigkeit ist gestiegen, die Systemvielfalt ist gestiegen, die Komplexität ist gestiegen. Das sind alle Stichworte, die wir jedes Jahr erwähnen, aber die Geschwindigkeit ist höher geworden von Jahr zu Jahr. Und damit ist es zu erklären, dass wir eine größere Breite, größere Vielfalt anbieten, als wir das vor 2, 3, 4 Jahren gemacht haben. Unser Anspruch besteht darin, die wichtigsten Bereiche abzudecken, zu thematisieren, die auch systemtechnisch und funktionstechnisch im Vordergrund stehen. Insofern gehe ich mit einem Gefühl nach Hause, wo ich als Ingenieur der Meinung bin, es sind spannende Zeiten, es sind sehr schöne Zeiten für die Ingenieure und das macht natürlich eine große Freude, gerade in dieser Phase der Technik mit dabei sein zu dürfen. Das nächste internationale CTI-Symposium in Berlin findet statt im Dezember 2018. Seien Sie dabei und melden Sie sich rechtzeitig an.